Also wir sind hier bei Sona in Remscheid. Heute war ein Warnstreik, da es in der Stallindustrie kein Angebot gegeben hat und die komplette Früh- und Tagschicht hat an diesem Warnstreik teilgenommen. Obwohl wir so ein kaltes Wetter haben heute, sind wir trotzdem zahlreich erschienen. Auch die Azubis sind alle hier, alle haben Stimmung gemacht. Neben den üblichen Lohn- und Gehaltsforderungen ist für uns wichtig zusätzliches Urlaubsgeld mit der Möglichkeit, dieses in Freizeit umzuwandeln. Wir bilden seit Jahrzehnten aus und übernehmen auch unsere Azubis, sodass wir eine gute Durchmischung haben. Und das wollen wir natürlich für die Zukunft weiter garantieren können. Und beim Entgelt der Azubis ist so, dass in anderen Tarifgebieten noch mehr gezahlt wird. Also uns ist es wichtig als Azubi, dass wir die Lücke zwischen ME und Stahl schließen, damit die angehenden Azubis auch sich leichter für die Stahlindustrie entscheiden. Wir haben ein Riesenpaket. Wie gesagt, Altersteilzeit, wir haben die unbefristete Übernahme der Azubis, Lohnerhöhung und halt, dass wir halt ein paar Stunden mehr Freizeit haben oder halt finanziellen Ausgleich. Das ist das, was wir fordern. Und wenn der Arbeitgeber da nicht mitmacht, dann müssen wir halt zu härteren Mitteln greifen. Sieht ja so aus, dass gerade in der Stallindustrie die Kolleginnen und Kollegen hart arbeiten, in Schichtbetrieb hoch belastet sind. Und da kann man einfach nicht verstehen, dass es da kein vernünftiges Angebot vergibt, gerade in der heutigen Zeit, wo auch Fachkräfte gesucht werden. Von daher ist das überhaupt kein Problem, dass wir also solche Sachen auch fordern dürfen und können und müssen. Wir erwarten von unserem Arbeitgeber damit, dass er uns nicht hinhält und dass er uns ein angemessenes Angebot vorschlägt. Ansonsten wird Schluss mit lustig sein und die Aktionen werden härter werden. Dann wird die Tarifkommission entscheiden, wie wir dann weitermachen und dann werden dann, ich sag jetzt einfach auch mal, härtere Bandagen aufgefahren. Die Kollegen, die stehen also 100%ig hinter uns und das ist auch wichtig.